Hallo liebe Leute, da bin ich wieder, Ron vom Team Jimmy Jewel. Wir spielen South Park The Fractured Butthole und es geht nahtlos weiter. Wir sind gerade im Kampf gegen die Professor Chaos. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Söldner-Armee, bestehend aus Mexikanern. Estoy muy aufgedreht im Moment. Oh ja, es ist sehr aufgedreht gerade. Na gut, dann schauen wir doch mal, was wir damit anstellen können. Aber ich habe das Gefühl, dass meine Attacken hier verschwendete Liebesmühe in der Situation sind. Oder meine Ulti jetzt, weil ich glaube, Kuhn trifft mehrere Leute und jetzt, meine Lieben. Viel übertreibt. Mein Gott, wird dir das nicht vergeben, Freundchen. Du bist Schwachheit, aber deine Farben sind cool. Laserfeuer im Anflug! Okay, die Ulti sieht ein bisschen lustig aus. Ist cool. Hey, oh, du hast mein Lakaien platt gemacht. Tja, du wow, hier unten lebt noch jemand? Los, Lakaien, das ist das Ende meiner Feinde. Oh, Alter, 120 Damage, kann ich was geht denn? Nicht verstehen. Meine Lakaien sind toll gut geimpft. Ja. Ihr werdet Chaos nie ganz besiegen. Oh doch. Seas niños, agáchense! Stopp! Nageln wir sie nieder! Ich hab immer noch den Zeitfurz. Feuer frei! Für alle Fälle. Kann mich hinsehen! Kleiner Gringo ist muy malo! Sí, aber sale gute dinero, also. Ich glaube, wir machen es erstmal unsichtbar. Macht vielleicht Sinn in dem Kampf. Wofür zahle ich euch denn das ganze Geld? Tja, das wüsste ich auch gern. Es mucho más seguro. Blut hört nicht auf. Tja, dann ich bin drin. Muss sterben. Okay. Dass wir einen Heiler dabei haben, wa? Du bekommst. Cool, danke. Ich meine, wir machen 120 Damage, aber... Ich habe ein gutes Gefühl bei der Sache. Solange wir uns weiter heilen, ist alles gut. Ich verkacke diese den Lakaien haben offensichtlich keine Chance auf den Sieg. Okay, und jetzt? Ganz genau, und jetzt nein. Nein, ich kann nicht mehr. Alter Arthur, sie sehen die Kunden älter aus. Toolshed gegen Chaos-Lakaien, kämpf! Vielleicht stelle ich mich auch mal hier hin und gebe einen Heal von mir. Oder... Gib die weiter, wenn ich von viel weg bin, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich da nicht abkratze. Verdammt, der hat zum Mindestlohn gearbeitet! Ja, und? Oh, Kacke. Au! Kacke! Du bist dran, Neuer! Tja, wieder ein Mexikaner weniger. Eure Mitlakaien, Lakaien! Fühlt den Zorn von Human Kite! So, jetzt muss ich noch einen Schuss für Gute. Aktuell kämpfen wir auf derselben Seite, von daher hat das Sinn. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde! Hm. Hulk Kuhn. Wow. Danke fürs Rumstehen wie ein Reh im Scheinwerfer. Es mi turno? Si, senor. Ich hoffe, das tat weh, Kuhn. Ja, komm runter wahrscheinlich. Und stell dich, du Pussy. Jetzt wird Chaos geheimwerkert. Oh ja. Yeah. Laserbohrer! Hi. Chaos ist festgenagelt. Die sehen immer so erstaunt aus. Loco Americanos. War da recht. Los, Wunderarsch! Was soll das überhaupt mit den Tennisbällen da? Da möchte man echt in die Stratosphäre aufsteigen und diese Kotzbrocken atomisieren! Das war Teil des Plans. Hier, Kumpel! Danke! Vier gegen ein. Und wenn der Kampf danach weitergeht, dann hab ich das Problem. Zittert vor Kuhn and Friends! Platz für den Kuhn! Feuer! Das
dass ich etwas so Fettes so schnell bewegen kann. Fick dich, Kyle. Die fette Ausrüstung auszupacken. Wie schmeckt dir das? Und bam. Ah! Okay, Leute, ich glaube, das reicht. Meinst du? Du kriegst jetzt noch so einen auf die Fresse, Butters. Was das jetzt? Weiß der Geier. Ihr übernehmt diese Gasse und Super Craig und ich die Dächer. Okay. Ist die Leiter da irgendwie runter? Nope. Mach sie an. Ich habe keine Ahnung, was ich tun muss. Ich werde es wahrscheinlich auch nie herausfinden. Nein, werde ich nicht. Ach, sieh an. Ich bin auch blöd. Überall, wo die Griffe gelb leuchten, kann ich rein. Okay, das ist bestimmt Jimbos Gebiet hier. Und da ich nicht abgeknallt werden will von dem Sicherheitssystem, müssen wir das mal schnell ausschalten. Thank you very much. Das war doof, oder? Ja, war es. Ach Quatsch. So. Damit hätte ich eben auch an dem Ding vorbeikommen können, ne? Ist das eine geile Idee, einen Haufen TNT neben eine Rakete zu stellen und das dann anzuzünden? Was soll's, machen wir es einfach. Könnte ich bitte ein Sturmgewehr haben, um Chaos mal ordentlich eine überzubraten? Wie kann ich den Kite rufen? Mit Fahrtantrieb. Bereit? Oh, bitte nicht! Entschuldigung. Da war nicht genug Druck auf Verleitung. Komm, im zweiten Versuch klappt's. Stopp, bereit! Ja! Ja! Ciao, bis dann! Danke, tschüss! Weißt du, ich stehe daneben. Aber gut, okay. Royal Rumble? Yeah, ich wäre echt clever, wa? Damit hätte ich nicht gerechnet. Ha! Und Loot ist immer gut, deswegen nehmen wir es gleich mal mit. Der da sollte seinen Storage echt mal aufräumen. Das ist die Knallfrosch so eine Sache. Sieht hier irgendjemand einen Kompressor? Warum sollte Chaos einen ganzen Lastwagen in Alufolie einwickeln? Weil er einen an der Waffel hat? Darum geht's auch nicht! Zerbrecht ihr euch echt den Kopf wegen ein bisschen Alufolie? Wer zum Henker ist das? Korgel. Was stimmt mit dem italienischen Restaurant? Es gehört zu einem neuen Verbrechersyndikat. Wer zum Henker ist das?
Ich habe keine Ahnung. Sie ist nicht registriert. Entschuldigung, bist du auf Instagram? Es gibt einen neuen Player in der Stadt, der alle Gangsterfamilien vereint. Okay, cool. Danke. Tschüss. Du meinst so eine Art Oberboss? Leute, haltet bloß die Klappe. Wir spielen nicht mit ihr. Oh, sieh dir mal Lagerhalle 56D an. Und hier, nimm das. Ruf mich, falls nötig. Ich glaube, du wirst über Hilfe froh sein. Oh ja, Hilfe kann nicht schaden. Anscheinend hält sich inzwischen jeder dahergelaufene Spast für einen Superheld. Jetzt lasst uns einfach Scrambles finden, okay? Psst, don't tell. Komm, Skelett, tu was für mein Geld. Kommt gleich wieder irgendeine Spinne runter. Hey, warte. Aha. Ach komm, davon nehmen wir mal eins mit. Und weiter geht's. Wie komme ich bloß an diese Tasche ran? Nö, so nicht. Okay, ist auch egal. Der Weg ist versperrt und wir haben keinen Kompressor. Sackgasse. Eine Superkraft, die nur mit einem Kompressor funktioniert, ist voll schwul. Das hier ist nicht Zelda. Fick dich, Kuhn. Hier, nimm das. Ich sehe hier sonst keinen, der Lava bewegen kann, Kuhn. Gut geschoben, Wunderarsch. Oh, super, ne? Maximale Wiederbelebung. Was soll ich jetzt mit dem Scheiß? Schöne, stabile Kiste hast du da. Danke. Wir können weitermachen. Gute Arbeit. Clever gelöst. Auf jeden Fall. War praktisch brillant. Ach, ich stehe auf Blut. Habt ihr Scrambles gesehen? Nein, noch lange nicht. Jetzt hör mal mit dem Scheiß auf, Chaos. Nicht Professor Chaos. Sein Schurkenkomplize. General Disaster. Der kleine Red Hat kriegt jetzt gleich eine richtige Abreibung. Wisst ihr, was Professor Chaos für diese Stadt plant? Hey, du und Butters übertreibt ein bisschen. Ja, ihr braucht meine Abreibung. Das wird nicht so einfach, wie du denkst. Kante, pass auf! Lakaien, Vamanos! Ernsthaft? Ihr habt keine Wahl, Kuhn-Freunde. Der Boden ist Lava. Gleich jedenfalls. Verneig dich vor dem... Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig! Das denke ich mir auch. Hier kommt der Kuhn! Du hast den Kuhn erzürnt. Na, wie wär's mit einer Runde Chaos-Kite, Junge? Zurück! Wie dumm muss dein Dad sein, um dir seine Werkzeuge zu leihen? Nichts hab ich nicht, Dad. Oh, das tat weh. Oh. Ja. Nicht schlecht, Neuer. Tut was für euer Geld. Listo para trabajar. Ernsthaft? Wenn es jetzt immer mehr? Ich hau dir jetzt gleich so eine Mappe. Das deine Hilfe. Ich glaub nicht, mein Freund. Ich glaub nicht. Alter Arschloch, sieht 10 Sekunden älter aus. Oh, ja. Schick die fiesen Todesmaschinen in die Schlacht, die Mechalakaien! Ernsthaft? Estamos colocados en el modo. Los, Mechalakaien, vámonos! Ich hasse diesen Jungen. Jetzt schon. Und die Soundeffekte finde ich auch bescheuert, aber gut. Zeit für die Laser! Pew, pew! Gelasert, Mann. Oh ja. Mann, Lakaien, zu mir! Estoy aquí. Wer wäre das denn noch? Wollt ihr mich verarschen? Im Namen von Chaos wirst du vernichtet! Wieso musst du so ein Arsch sein, Disaster? Ich bin der Schurke. YOLO! Das, was der gerade Jo gesagt hat, kriegen die gleich alle auf die Fresse. Kuhn am Start.
Ich komme hier nirgendwo raus. Arschen du mich, Wollin? Hier, dein YOLO kannst du dir sonst da entschieden, wo es dunkel ist. Ich hab noch viel mehr Chaos auf Lager. Alter. Scheiß auf die Lakaien, mach den General fertig. Ja, ich bemühe mich doch. Hast du das gesehen, Meister? Gerechtigkeit kommt ohne Anleitung. Du bist fällig. Au! Wie wär's mit ein paar neuen Bucher aufsetzen für etwas mehr Pep? Wäre mal eine Idee, oder? Wenn du dich mit dem Kuhn anlegst, dann auch mit seinen Freunden. Ja, ja, wenn wir dazu kommen. Los geht's, Neuer! Und sein Zug unterbrochen. Mein Zug unterbrochen durch die Bohrerkraft. Aber dafür brennt jetzt der komische Dingsbums. Dafür kriegt der kleine Lolli jetzt hier auf die Fresse. Oh Mann, ihr verliert ja! Und tschüss. Hä? Der Vollständigkeit halber hätte ich sie wahrscheinlich alle besiegen müssen. Wobei ich ganz ehrlich nicht sicher bin, ob das funktioniert. Ha. Das war natürlich clever, Cartman. Ich glaube, das war's. Na, hoffentlich. Wir sollten... Moment. Super Craig. Oh mein Gott, Super Craig. Super Craig, halt durch. Scheiße, ohne Kompressor kriege ich die Lava nicht weg. Halt durch. Wir finden was, wo wir Toolshed Sandblaster anschließen können. Wir wissen doch beide, dass ich so gut wie tot bin. Nein, Super Craig. Wir werden dich retten. Mach was, Toolshed. Ohne Kompressor ist mein Sandblaster nutzlos. Dann holt den vom Eingang. Die Tore sind verrammelt. Schon vergessen? Schaut okay, Leute. Wir alle wussten, als wir Kuhn-Freunde wurden, dass es mal so enden kann. Ruhig bleiben, Super Craig. Wir holen dich da raus. Sorry, Kuhn. Aber für mich ist die Sache wohl gelaufen. Nein, Super Craig, nein. Zieht an mir vorbei. Dinge, die ich bereue. Leute, zu denen ich nicht sehr nett war. Holt endlich einen scheiß Kompressor. Meine Schuhe halten nur Reibungshitze aus. Ich komme nicht an der Lava vorbei. Was machen wir nur? Was machen wir nur? Was machen wir nur? Ein trauriger Tag für Conan. Gäbe es hier doch nur ein bisschen Wind. Ich kann seinen Sandblaster zum Furzen nutzen. Ich furze in seinen Sandblaster. Was machst du da? Das ist doch ein Witz. Bist du irre? Ist dir klar, was für eine Furzkraft man dafür bräuchte? Scheiße, das macht sein Arschloch? Ich hab einen Schlauch im Arsch und furze durch irgendwelche Sachen. Neuer hat mit dem Schlauch im Arsch die Lava weggefurzt. Ja, schnappt euch da aus. Ich versuche Super Craig zu stabilisieren. Von mir? Fuck. Gerne. Was zur Hölle war das, du Arschloch? Das war eine Injektion ins Herz. Ich musste dich stabilisieren. Alter, hast du komplett den Arsch offen? Du hättest mich umbringen können. Wo kriegt man sowas überhaupt? Im Netz. Super Craig, du hast viel abgekriegt. Geht ihr, ich stabilisiere ihn weiter. Ich hab ihm nicht noch eine Spritze hey, im Herz, Alter. Cool. Jetzt können wir die Lava entfernen, wann wir wollen. Wir sind ein klasse Team voll Arsch. Yeah. Der Arschblaster. Komm mit mir, Wunde Arsch. Mache ich. Das kann so ein kleiner Arsch aber auch nicht gut tun, sich da. Ist ja auch egal. Ist ja auch echt egal. Okay, Wunderarsch. Wir müssen auf den Wasserturm, um ein bisschen Furz-Kur-Action zu machen. Und vergesst es, Ordnungsfanatiker! Hier ist Chaoszone! Moment, wenn das der Wächter runterkommt. Stell ihn da mal ruhig, der ist super nervig. Hey, was ist da unten los? Ihr werdet für alle Schäden haftbar. Haha. Ich hasse dich und deine Sippe. Oh, das sieht nicht richtig aus. Ist das so? Ja, gut, dann machen wir es rückgängig. Achso, darum. Nette Zeit, Mann. Ich bin zwar der Schlauere, aber dir fällt sicher auch was ein. Hoppala, rennen kann ich. Wir müssen einen Weg darauf finden und mit mir meine ich dich. Ja, das hab okay, ich verstanden. Das bringt uns etwas näher. Mach weiter. Würde ich gern, aber da ist Lava im Weg, mein Freund. Vielleicht bringt uns dein Arsch hier weiter. Da bin ich von überzeugt, dass man... Ach komm, machen wir es einfach. Und wieder ein Schlauch in Arsch und furzen. Ich verstehe schon. Toolshed, der Richtige für jeden Job. Das ist cool mit dem Metamass. Alter.
Bam, ich hab die. Oh, Lava weg. Okay, wir sind startklar. Also runter. Das ist von Batman, das gefällt mir. Kite, du bist ein bisschen lahmarschig. Kite. Na, Kite ist Monatsplakette, süß. Wow, von hier oben kann man alles sehen. Und dafür hat sich der Kauf des Spiels gelohnt. Eine wunderschöne Hommage an Batman. Und andere Superhelden, eigentlich alles. Einfach nur Schwachsinn, einfach geil. Jetzt bin ich wieder hier. Jetzt brauche ich wieder Two-Jet. Und mein Arsch kriegt wieder einen Schlauchverpass. Two-Jet, der Richtige für jeden Job. Ah, das klingt schon eklig. Geht doch! Okay, dann mal weiter, Vollarsch! Ich bin sehr froh, dass ich dieses nicht nochmal hören muss. Überall Alufolie. Kann ich welche mitnehmen? Boah, der muss ja richtig viel gekauft haben. Wie ist denn noch Captain, Captain, ich hab's vor... Nee, ich hab's doch gewusst, irgendwie... ich weiß es nicht mehr. Wie ist der Typ denn? Der war lustig. Nicht? Okay. Auf jeden Fall war der doof wie Scheiße. Ich komme noch nicht auf den Namen dran. Wo ist der Ninja? Lava wird fließen, Chaos wird herrschen! Keine Gnade! Komm, euch hau ich nochmal weg und dann ist auch wieder Schlafenszeit. Hola, wie geht es? Versau das nicht, Blödsack! Ich geb's zu, du hast Potenzial. Oh ja. Und unsichtbar bin ich auch noch. Pandemonium! Na. Den Zug kannst du dir kneifen. Hä? Verkackt. Lauf heim zu Mama, du Schwachmat. Autsch. Kuhnkrallen raus. Oh, Marvel 3, krass. Erzähl einfach, du hast dich beim Manscaping geschnitten. Wir sind wie die Heuschrecken. Ja, wie die Kotzschrecken seid ihr. Mein Werkzeug ist bereit. Nimm das! Sie gehören meinem Dad, ich brauch sie also zurück. Por qué estamos golpeando los niños blancos? Espero que bien. Jetzt hab ich vergessen, die Leertaste zu drücken. Mensch. Necesito ayuda! Zu mir! Überrennen wir sie! Entropie! Krieg verbrannt. Das tut weh. Der Junge muss ja nach Bereit machen für fieses Blinzeln. Nimm das. Ach, ich bin auch blöd, ne? Danke dir. Los geht's, Furzlord. So geht's. Und ich bin immer noch unsichtbar. Ninja-Style. Jetzt bin ich wieder sichtbar. Knie nieder vor Chaos oder verwirke dein Leben! Lust, ja, mein Kiel! Die haben mir auf den Kiel gehauen! Oh nein! Vorsicht, Kuhn! Ja. Das solltest du abbinden. Oh ja. Und du solltest, nicht brennen. Du bist nichts gegen den Meister! Nein! Oh, Scheiße! Nein! Und los geht's! Okay, man kann mit dem Zeug nicht wiederbeleben, deshalb maximales Wiederbeleben, oder? Krass, damit kann man alle wiederbeleben.
Ah, okay, man kann es mit allem machen. Kannst dich auf mich verlassen. Seht immer, was bei mir so nicht funktioniert im Kopf. Jetzt habe ich wahrscheinlich nur halbe HP oder so. Ach, noch weniger. Alles klar. Ich kann nicht mehr lange. Dann würde ich empfehlen. Einmal hier Kampf Amateurfunkgerät. Alles klar, machen wir. Das sieht lustig aus, habe ich noch nicht eingesetzt. Mal gucken, was passiert. Es kommt direkt auf uns zu. Alles klar. Geil, nee, echt geil. Alter. Danke, Onkel Jimbo. Die haben aber aufgeräumt, Alter. Puh. Ja, klar, da würde ich auch wieder aufstehen. Jetzt seid ihr Gewalt? Sie, seid wir Gewalt. Die Welt wird schwarz. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Auf sie, Wunderarsch. Einfach weil es geil aussieht. Halt erledigt! So, Humankind geht es nicht mehr. Chaos ist unausweichlich! Und der geht jetzt auch wieder runter. Oh Mann, Kyle. Gleich mal richtig flammiert. Ja, du brennst, Dickerchen, deswegen würde ich mal schön die Füße stillhalten. Mampfchen, Burrito, Digga. Der Kuhn ist zurück. Ich hoffe, das ist kein Chipotle-Chili-Burrito. Hallo, ich brenne hier. Ja, ich sehe es, danke. Auf sie! Noch ein Feind fällt durch die Macht von Kuhn and Friends. Oh yeah. Das finde ich unverschämt. Das hilft ja eigentlich mit brennenden Legosteinen auf mich. Schlag sie für den Kuhn-Furzkiste. Weiter so, dann werden wir vielleicht mal Freunde. Auch so eilig habe ich es gar nicht. Jetzt wird's chaotisch. Ist aber auch stark, ey. 120 Schaden ist schon. Kleine Vorwarnung, das wird höllisch wehtun. Rutsch nicht auf deinen Eingeweiden aus. Wäre schade, wenn du hinfällst und dir wehtust. Ein Zug von Toolchat und die sind erledigt. Lass mir keiner an mein Werkzeug gehen. Hier für dich, Arschloch. Boom, easy. Aber da ich jetzt dran bin, würde ich sagen, hat sich das erledigt. Ja, liebe Leute, und nach diesem wirklich spannenden, gewalttätigen Krankenkampf, in dem ich kleine Kinder habe von Leuten erschießen lassen und danach mit einer Handgranate bewerfen lassen habe, wünsche ich euch einen angenehmen Abend, angenehme Nacht, angenehmen Morgen, angenehmen Tag, angenehmen Präabend. Share the love, Kinder. Lasst mir vielleicht mal ein Like da, wenn ihr Bock drauf habt. Eventuell schreibt ihr mir vielleicht in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Also was euch extrem gut gefällt und bis dahin, wir sind cool.